Nicht nur bei der Bahn muss man sich über das Sicherheitsmanagement für Katastrophenfälle wundern, auch bei der Atomaufsicht. Da weist ein deutscher Atomreaktor offenbar gravierende Sicherheitsmängel auf und nichts wird unternommen. Und das trotz Fukushima. In der vergangenen Sendung hatten wir darüber berichtet, dass der Forschungsreaktor in Berlin-Wannsee unter anderem einen Riss im Kühlsystem hat. Das hat bei den Bürgern und in der Politik Diskussionen ausgelöst. Dennoch weisen die Betreiber alle Vorwürfe von sich nach dem Motto, weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Chris Humps. Das ist der Forschungsreaktor in Berlin-Wannsee, um den es geht. Wir zeigten, im Ernstfall können die Brennstäbe überhitzen. Das Personal müsste dann wegen zu hoher Radioaktivität im Reaktorraum evakuiert werden. Das Szenario, der Reaktor gerät außer Kontrolle. Es könnte zur Explosion kommen. Bei Westwind würden dann große Teile der Hauptstadt unbewohnbar. Ein leitender Ingenieur, der bis vor einem Jahr am Reaktor gearbeitet hat, berichtete Kontraste von einem Riss im Kühlsystem und Materialproblemen an einem zentralen Bauteil. Am Forschungsreaktor in Wannsee haben wir es definitiv mit sicherheitsrelevanten technischen Problemen zu tun. Zum Glück ist der Reaktor zurzeit abgeschaltet im Rahmen einer längeren Wartungspause. Vor der geplanten Wiederinbetriebnahme Mitte August sollten diese technischen Probleme unbedingt behoben sein. Der Betreiber des Reaktors, das Helmholtz-Zentrum Berlin, streitet die Sicherheitsmängel ab. So versicherte man gegenüber der Presse: Es gibt keinen Riss im Kühlsystem. Auch die Berliner Umweltbehörde, zuständig für die Kontrolle des Betreibers, behauptet: Es gibt keinen Riss. Doch eigentlich müsste sie es besser wissen. Denn der Behörde liegt schon seit Wochen ein Sachverständigengutachten des TÜV Rheinland vor. In diesem Gutachten, KS 116090, heißt es unmissverständlich, dass es sehr wohl einen Riss gibt. Und zwar einen Riss an einer Schweißnaht im Bereich der Trennwand zwischen Absetzbecken und Betriebsbecken. Es wurde also die Unwahrheit behauptet. Wir baten das Helmholtz-Zentrum Berlin und die Berliner Atomaufsicht um eine Stellungnahme vor der Kamera. Beide haben abgelehnt. Stattdessen heißt es jetzt offiziell, es gäbe zwar einen Riss, aber, so die Berliner Atomaufsicht, dieser sei in keiner Weise sicherheitsrelevant. Denn der Riss würde sich nur bei einem schweren Störfall, einem größeren Leck, negativ auswirken. Und dieser Störfall könne niemals eintreten, behauptet die Atomaufsicht. Dies habe ja schließlich der Hersteller in den 80er Jahren versichert, als der Reaktor genehmigt wurde. In den Papieren steht: Als Auslegungsleck wurde ein Leck von einem Quadratzentimeter Querschnitt festgelegt. Heißt, nur für ein solch kleines Loch müssen die Schutzeinrichtungen des Reaktors ausgelegt sein. Weder die Atomaufsicht noch die Gutachter haben diese Kleinlochthese bis heute hinterfragt und geben seither ihre Genehmigungsstempel für den Betrieb. Somit ist es amtlich. Das größtmögliche Leck im Kühlsystem hat einen Quadratzentimeter im Querschnitt, es ist also gerade mal daumendick. Und für so kleine Löcher braucht es kein Notkühlbecken. Deshalb hat der Riss dort auch keine Bedeutung, so die Logik. Merkwürdig, denn man übersah völlig die Möglichkeit eines sehr großen Lecks durch das heikelste Bauteil am Reaktor. Es besteht aus einer Aluminiumlegierung, die unter Umständen reißen kann. Darin befindet sich hochexplosiver Wasserstoff. Tritt nun zum Beispiel dieser Wasserstoff unter hohem Druck aus, entsteht eine Kettenreaktion. Das mögliche Resultat: ein riesiges Loch von über 60 Quadratzentimetern. Da aber nicht sein kann, was nicht sein darf, will der Betreiber vor dem Wiederanfahren des Reaktors den Riss gar nicht erst reparieren lassen. Wir treffen Renate Künast von den Grünen bei einer Wahlkampfveranstaltung. Sie will regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Die Spitzenkandidatin fordert nun ein Moratorium für den Forschungsreaktor. Die rot-rote Regierung soll endlich eingreifen. Er ist im Augenblick nicht in Betrieb und er darf auch nicht in Betrieb gehen, bevor man nicht eine ganz ordentliche Sicherheitsüberprüfung gemacht hat. Und zwar eine Sicherheitsprüfung, die das Ganze auf den neuesten Stand der Technik und der Wissenschaft stellt. Der Amtsinhaber wollte hierzu lieber nichts sagen.